mit BGM nicht auskennen, stellt sich oft eine fixe Idee vom HR vor, wie zum Beispiel Äpfel verteilen. Guten Morgen miteinander. Äpfel, anyone? Hey, hoi. Hey. Danke vielmals. Sehr gerne. Äpfel? Danke vielmals. Sehr gerne. Oder sich während dem Arbeiten massieren lassen. BGM beinhaltet aber viel, viel mehr als das. Und ich zeige euch jetzt mal, was das bei Buig alles so bedeutet. Eine gute Work-Life-Balance ist in unserer gestressten Gesellschaft sehr wichtig. Wir haben darum mit Relief von Schelen ein Tool bei uns implementiert, das die Stresslevels unserer Mitarbeitenden messen kann. Wenn Mitarbeitende einen Bericht wünschen, besprechen wir das mit ihnen und begleiten sie in den nächsten Schritt. Wir vom BeRelief-Team haben regelmässig Supervisionen und treffen uns zum Wissenstransfer, dass wir immer up-to-date sind. Also, pour nous, la santé et la sécurité de nos collaborateurs est l'élément le plus important pour la direction de l'entreprise. Nous avons par exemple des éléments de formation, des formations dans la prévention de la santé, des formations dans la prévention de la sécurité. Et puis une autre sorte de formation, par exemple, nous avons des formations pour nos futurs retraités. Pourquoi la santé et la sécurité est aussi importante à nos yeux? Bah, déjà, d'une part, ça fait partie de nos valeurs. Mais quelque chose de bien plus important que ça encore, c'est que les deux tiers de nos collaborateurs travaillent sur des chantiers. Auf der Baustelle begegnen wir immer wieder vielen Gefahren. Darum schätze ich es, dass ich bei einem Arbeitgeber arbeiten darf, der Wert darauf legt, dass ich gesund wieder zurückkomme zu meiner Familie heim. Meine persönliche Schutzausrüstung trage ich mit Stolz. Ein Helm, der meinen Kopf schützt, eine Brille, Gehörschutz, meine Leuchtweste und die Händchen und meine Sicherheitsschuhe. In der betrieblichen Gesundheitsförderung ist es uns wichtig, ein Angebot zu schaffen, von dem alle unsere Mitarbeitenden profitieren können. Die auf der Baustelle, aber auch die im Büro. Darum haben wir die Arbeitsgruppe BiVital ins Leben gerufen. Wir versuchen mit der BiVital spezielle Ereignisse aus den Regionen zu berücksichtigen. So haben wir zum Beispiel im Hochsommer Wasser auf den Baustellen verteilt. Zudem haben wir auch noch so einen Anti-Stress-Knautschhelm verteilt, um auf das Thema Stress und BeRelief aufmerksam zu machen. Auch zu BGM gehört, dass es bei Buig möglich ist, flexibel zu arbeiten. Das heisst, auch mal Homeoffice zu machen. Ich selber arbeite zum Beispiel Teilzeit und verbringe so 2 Tage in der Woche mit meiner Tochter. Wie man sieht, ist BGM eben mehr als einfach nur ein Äpfel verteilen. Es geht durch die ganzen Strukturen eines Unternehmens. Und das alles mit dem übergeordneten Ziel, ein wertschätzendes und gesundheitsförderndes Umfeld für die Mitarbeitenden zu schaffen. Und weil das bei Buig so einen hohen Stellenwert hat, sind wir im Friendly Workspace.